Du spürst es nicht, alles und gleich ist mir jetzt auch egal. So, damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Diesmal bin ich nicht alleine, sondern wir haben ein Real Life, ja, ein Real Life. Das heißt, wir haben keinen, der bei Skype dabei ist oder so. Neben mir sitzt ein Jan-Niklas. Hallo! Ja, der ist jetzt 8 Jahre jünger geworden. Wir spielen Besiege, ein Early Access Game, das es in Steam gibt. Und wir müssen jetzt ein Level aussuchen. Das finde ich extrem cool, dieses Level-Auswahl-Menü, dass man das so hat. Finde ich irgendwie witzig. So, und leider sind Sachen wieder nicht auf dem Aufnehmen drauf, deswegen ist das hier grün, schon mit Fahne drauf. Aber wir werden das so machen, wir werden uns abwechseln. Das heißt, dann mach ich eins, dann macht er eins. Dann mach ich eins, dann macht er eins. Deswegen muss ich jetzt kurz aufpassen. Richtig, so, ich mach jetzt das erste Level. So. Wir müssen erstmal nur was destroyen. Das geht ja relativ einfach. Packen ein bisschen Rad dran. Und dann machen wir da drauf ein Kanönchen. Kann man sich alles nehmen, was man will? Ja. Wie kannst du schießen? Mit C. Ja, sicher! Wenn ich mir gerade eine halbe Stunde, naja, ich heiße bei den größeren. Dort noch. So, du bist. Obwohl, nee, sollten wir besser so sitzen bleiben und einfach nur die Tastatur und Maus rübergeben. So, hier. Warte, das Kabel hier kann ich wegnehmen. So. Ich muss jetzt mal checken, wie drehe ich. Ah, mit Rechtsklick, okay. So, jetzt muss ich das hier zerstören. Ja, du kannst eigentlich genau die gleiche Maschine nochmal nehmen, ne? Leertaste und dann einfach C, wenn du soweit bist. Hä? Aha. Oha, gerade so noch, ey. Krass. Geil. Wie kann ich von den Dingen wieder Sachen removen und mit neu X, dran bauen? Also wenn du da drüber hängst mit, ja. X, oh mein Gott. Mach ich das zum Beispiel mal so mit X, okay? Ein Stücken, dass ich hier hinkomme. Ja, Real Life ist eine doofe Sache. Nächstes Mal machen wir das über Skype. Nein, Spaß. So, jetzt sollen wir zum Beispiel bis da hinten hinkommen, also bis da hinten durchlenken. Da habe ich so lange für gebraucht, bis ich das gecheckt habe, Alter. Das war echt. Ja, einfach fahren. Nee, kannst ja nicht, weil hier sind überall diese Explosionsbälle da. Einfach wegmachen. Ja. So, aber man kann Gewichte so verlagern zur Seite hin. Und dann fährt man auch dahin. Und die Schafe wollen aber die ganze Zeit zu einem, um genau das hervorzurufen. Muss man nur da hinkommen oder muss man was kaputt machen? Wow, jetzt habe ich mich selber zerlegt, weil ich die Gewichte überdreht habe. Toll. Wie machst du das mit den Gewichten? Links, links, rechts. Rechts, ja. Okay, ich dachte, das wäre nicht brutal. Oha, oha. Komm schon. Was schaffst du? Nein! Alter! Das gibt's doch nicht. Wie machen wir das? Einfach nochmal versuchen. Ja. Nee. Ah doch. Wie oft kann man mit einer Kanone schießen? Einmal. Was? Echt? Alter. Oha, der Lauf. Dead Skill. Das ist echt Dead Skill. So, hier. Bekommst du Tastatur? So, da muss ich jetzt. Bei dem Level war ich zuletzt. Durch die Mauer durchkommen und dann da hinten die beiden. Ja, durch die Mauer oder dann vorbei, wa? Durch die Mauer, oh, ich bin so ein Vollidiot. Natürlich durch die Mauer. Ja, mit X kannst du die Sachen, wie gesagt, entfernen, ne? Ja, mit LED hast du, startest du das Ganze, ne? Okay, warum war die jetzt nicht fest? Dort ist abgebrochen. Warum? Weil das ist nicht stabil geboten genug. Dann da oben kannst du die auf den Boden droppen. Da oben kannst du die auf den Boden, dann startet die auf den Boden, daneben da. Ja. Jetzt kannst du playen. Dann bricht die. Wahrscheinlich fällt die runter jetzt beim Fahren. Nein. Du
musst ganz leicht nur, sonst geht das schief. Drücke einfach C, mal gucken, was passiert. C? Warum jetzt? Ey, Wichser. Oh Junge, jetzt habe ich mich selbst zerlegt. Fick dich, was soll das? Der Taste. Ich muss ja beide zerstören, ne? Ja, dahinter musst du auch noch die Dinger zerstören. Egal, schaffe ich. Dann kannst du einen Rambock dran bauen. Die Dinger können mich nicht töten, oder? Nee. Ja, fahr trotzdem weiter weg. Oh, Alter, sorry, ich bin ein bisschen erkältet. Oh Junge, das mit den Gewichten ist so kompliziert. Ja, warum lenkst du denn? Musst du ja nicht. Was machst du denn? Ich muss nicht lenken. Ja, wieso? Du kannst doch einfach durch die Mauer durch. Ja, aber ich muss doch beides zerstören dahin. Ja, aber du kannst halt auch einen Rambock. Ah! Was? Hä? Kannst du doch auch mit dem Rambock durch. So, jetzt. Wie schieße ich? C. Ach so. Aber damit zerfickst du dich ja selber. Nee, doch nicht. Oha, diesmal hast du es geschafft. Ja, aber wie weit schaffst du es? Jetzt hast du voll gefangen. Scheiße. Und noch ein Versuch. Ja, Leertaste. Was ist das? Ein Rambock? Ein Flammenwerfer. Und den packe ich mir auch dran. Einfach so. Ja, damit kann ich das Haus abfackeln. Hält das? Ja. Wie betätige ich den? Mit Y. Hm, okay. Steht auch immer drüber. Wo war das jetzt mit dem Rambock? Keine Ahnung, ich glaube, es gibt einen hier, irgendwie mal gucken. Cannon, Sharple Cannon, Small Torch, Bomb, Holder, Flaming Ball, Bulger, Plow. Das ist ein Dingens. Sonst mach mal einen ganz breiten, also lösch schon mal alles. Komplett alles X'en, was geht. Ja, ich versuche. Noch, ja. Ja, ich versuche mal selber. So, jetzt muss ich erstmal einen Block finden. Wo da waren die? Da ganz vorne oder die dahinter? Da haben wir hier Battlewagen, Alter. Wenn ich mehrere Kanonen drauf packe, schießen noch mehrere, ne? Mhm. Hammergeil. Das sind drei. Was ist das? Ist das ein Ramblock? Nee, das ist so dieses Gewicht. Was ist das? Ein Brace, ich weiß nicht, was das ist. Ist das eventuell ein... Nein, das sind Pfeilspitzen, damit muss ich, glaube ich, Leute töten. Das ist keine Pfeilspitze, das ist irgendwie... Nee, warte mal. Aber ja, rüst mal ein bisschen auf hier. Wie kann ich das Ding drehen? Dass der liegt und nicht steht? Kannst du nicht. Dann musst du einen Block nehmen. Ja gut, das kenne ich auch, ja. Und dann mit X nochmal den Dings nachher wegmachen. Wow, die brechen direkt ab, bitte. Machen wir Play, also nein, Leertaste. Nein. Das passiert ja nichts, du kannst ja nochmal Leertaste machen, dann ist die Maschine wieder hergestellt. Siehst du, jetzt brechen sie nicht ab. So, jetzt kommt... Das Ding fliegt so nach hinten hin. Es geht so nach hinten los, das Ding. Was zum Teufel? Brechen die ab, ne, oder? Keine Ahnung, ich glaube nicht. Ja, mit Leertaste musst du halt vorher. Leicht vernichtend, glaube ich. So, was brauche ich noch? Was ist das? Shuttle Cannon? Ah, ja, kommen wir noch mehr Kanonen. Ja, genau, mehr ist nämlich immer besser. Vor allem, weil man nur eine Wand damit durchbrechen kann. Ja. Warum nicht? Alter, das hat er so gehalten, aber... Lol, warum sind die jetzt erst explodiert? Keine Ahnung, mach mal. Achso, weil... Da musst du aber auch schnell wieder nach hinten weg, wa? Dann würde ich warten, bis das Feuer weg ist. Warte, bis das Feuer weg ist. Jetzt fahre ich ja schräg. Ja, ist ja egal. Aber nochmal C drücken kannst du nicht, ne? Nee. Zweckentfremd ist das Ganze gerade ein bisschen. Ja, noch eine, genau.
Ja, viel hilft viel, oder wie heißt ein altes Sprichwort? Ja, genau so war das. Er hat einfach einen Purzel auf. Scheiße, komm schon. Ja, Mann. Oh, was Mann. Was machst du denn? Ja, Mann. Ich bin ein bisschen schräg. Ich kann nicht lenken, ne? Ach, Quatsch. Und das könnte zu einem Problem werden, sagst du. Ich würde so ein... Na, obwohl... Nee, das geht auch nicht. Was ist denn mit dem Katapult da? Ganz hinten. Oder ist das kein Katapult? Was ist denn das? Ach so, das ist so eine Hake, die so Sachen wegmacht. Keine Ahnung. Metallmesser. Ja, weil dann hol ich mir doch mal diese Lenkscheiße da. Die? Das ist dieses Gewicht, ja. Staring Hinge. Aber muss natürlich gerade platziert werden, ne? Hier? Ja, ich weiß nicht wo, aber irgendwo halt. Ich denke mal, das dürfte aber erstmal reichen. So, warte. Nächster Versuch. Hä? Ja, keine Kugel hat das Dingens getroffen. Ach so. Nochmal Ich dachte, die Kugeln selber machen auch Schaden. So, jetzt kannst du zur Seite hin ausweichen. Warte noch, bis sie fertig sind mit Brennen. Und vor allem ihn nicht berühren, ja. Und dann fahren wir immer wieder hin und zu vorwärts und rückwärts, dann gehst du ja, lehnst du dich ja automatisch in die Richtung. Alter. Das Ding will irgendwie in die Richtung gehen. Doch, das geht schon ein bisschen. In die Richtung. Hör mal auf damit. Bitte. Hey, geh mal wieder zurück. Ist irritiert. Langwierig das einfach ist. Und das Ding zerfickt sich nicht, merkst du? Weil der ja stabil genug ist. Nee, weil du einfach nicht zu weit zur Seite gehst und weil der genug Räder, ja, genug weit außen hat. Deswegen ist er aber auch so unlenkbar. Ja, man kann nicht alles haben, ne? Genau, so sieht das nämlich. Weißt du nochmal, was zerfickt sich nicht? Ich hab das nicht ganz verstanden. Scheiße! Wasch meinen Schwanz. Fuck! Er zündet dich einfach selber an. So stabil ist das Ding also. Ich hab noch eine Idee dafür. Ja, jetzt kannst du mir ruhig helfen. Wenn du nicht raten willst. Habt ihr Fanta leer gehabt? Was? Habe ich die Fanta leer gehabt? Nein. Lange, lange nicht. Oh, ein bisschen nach vorne. Ich probiere das mal. Das ist echt schwer. Da bist du auch letztes Mal gewesen, ne? Ja, genau. Ja, das stimmt, das ist wirklich schwer. Aber es ist auch ein sehr schönes Spiel. Irgendwas in meinem Handy magnetisch? Wieso? Die Büroklammer dran hängt. Ja, natürlich ist er magnetisch. Wieder was dazugelernt. So, Locomotion. Ja, genau, hier. Das. Wie dreht sich das nochmal? Genau so. X'n drauf platzieren. So, und dann. Nee, das ist falsch. X. X,
muss sagen, das Spiel übertrifft echt die Erwartung, die ich daran hatte. Das ist eigentlich ziemlich interessant. Jo. Was ist das? Ach, ich dachte, was kann das? Das ist so ein Gelenk quasi. Lenkrad? Ja, so in etwa. Ach, so ein Gelenk, so wie so ein Gelenkbrust praktisch. Oder wie soll ich mir das jetzt vorstellen? Nee, hier, siehst du ja. Aber der kann halt in die und in die Richtung lenken. Praktisch willst du hinten Räder ranmachen zum Lenken. Alter, gute Idee. Aber es ist noch zu nah dran. Das wird dann so wie mit den Gewichten wahrscheinlich gesteuert, ne? Ja, genau. Ach ja. So, ich weiß aber, ich hab's noch nie benutzt. Muss ich mal ganz kurz dazu sagen. Ist das denn jetzt auf einer Höhe? Ja. Ja. Reders. Trinkt Fanta Classic. Fanta Classic ist toll gut für euch. Genau. Ich hab hier auch noch. Wow. Hast nicht festgemacht. Doch, aber ich weiß nicht, wie man das. Super. Ich glaube, das Gelenk ist irgendwie nicht richtig fest, oder? Ja, ich weiß aber nicht, wie ich das festmachen kann. Oh, das siehst du ja, ne? Wow. Okay, Moment. Die hier alle noch sind, das ist ja kein Wunder dann. So. Jetzt hast du es nämlich verbunden. Ich weiß halt nicht, wie es freikoppeln kann quasi. Hinge? Was ist das denn? Sieht aus wie ein. Was ist das? Wow. Das ist einfach ein Stein. Ja. Der umfällt. Genau. So was brauchst du. Ja. Oh, das sieht doch. Ja. Was kann denn das? Das sieht aus wie ein. Mach mal das da drüber. Joint. Das mach, da drüber. Mach das da drüber und dann mach einen Stein dran. Ach so. Oh mein Gott, das könnte gut sein. Aber das. Jedenfalls hängt's fest. Und er haut noch so einen Block daran, weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber er dreht sich irgendwie. Doch, minimal. Siehst du, da? Hast du gesehen? Ja, ich sehe es. Warte mal. Wow, okay. Scheiße, unstabil. Und vor allem überträgt er die Bewegung nicht. Aber ich habe eine bessere Idee, warte mal. Darf ich mal ganz kurz? Ja, ich weiß, was du meinst. Hier nee, oben. Nee, ich will ganz kurz ausprobieren. Okay. Nur nebenbei ganz kurz. Eben okay. Einfach nur kurz hinsetzen. Hört man alle hier oben. Jetzt komme ich! Scheiße! Das hat nicht so ganz funktioniert, würde aber, ich mal sagen. Aber es ist explodiert. Ja, das ist nämlich die Hauptsache. Aber es ist explodiert. Burn, Motherfucker, burn! Das war richtig der Vollidiot, ey. Mhm. Und dann das hier X'en. Und dann hier. Nee, das ist falsch. Hier das Ding zwischen. Wow, okay. Aha! Scheiße. So. Guck dir das mal an hier. Mit unserem 5-Achsen-Gefährt. Hä, wie hast du das jetzt gemacht? Was hast du da jetzt rangesetzt? Ach, unten musst du das Ding hin und oben das Gelenk, oder ja, was? Ja, genau. Wenn es rasieren wir, brennst du einfach alles nieder, oder? Ich guck mal, ob ich es hinkriege, ja. Dann müsste einfach sein. Darf ich das machen, das Niederbrennen? Klar. Das ist ja unsere allgemeine. Viel Spaß. Eigentlich meine Runde gewesen. Ja. Oh, schön hier, Heckansicht. Wenn alles niederbrannt. Die bleibt ja nicht, die Heckansicht. Ja. Alter. Zerstörst jetzt nicht auf dem letzten. Du musst ganz vorsichtig lenken. Und jetzt Gas geben. Ein bisschen weniger lenken noch.
Ja, und jetzt wieder zurück und ist halt eine eher rudimentäre Lenkung. Jo. Und ich würde erst lenken, glaube ich. Ja, reicht, glaube ich. Sonst einfach mal. Ja, genau. Was? Ich drück gar nicht Y. Achso, ich dachte, wir bringen jetzt selber an, deswegen. Aber ich muss mal Y an und ausdrücken. Warte, so, jetzt warten wir erst, bis das verbrannt ist komplett. So, und dann nochmal den nächsten da. Ja, sehr gut. Boah, puh. Okay, ich bin... Ah, Feuer! Ja, hier wieder rüber, oder? Warte mal, wir müssen das auf jeden Fall... Zack. ...mittiger platzieren, das Mikrofon. Das heißt, du musst hier einfach weiter rüber. Success.